Pieces Regisseur Juan Piquet Simon ist vor allem durch zwei seiner anderen Filme bekannt. Erstens den Tierhorrorfilm Slugs, der durch eine nicht schlechte Inszenierung und vor allem die ziemlich ekligen Effekte bei Horrorfilmfans für Beachtung gesorgt hat. Und der zweite Film heißt Paw People, allerdings weniger bekannt durch den Film an sich, sondern durch die MST3K-Version, wo der Film wirklich in Grund und Boden vernichtet wurde. Sehr unterhaltsam, by the way. Pieces ist ein relativ standardmäßiger Slasher aus den 70er Jahren, dessen wirklich, der sich eigentlich nur durch seine blutigen und sehr, sehr brutalen Kills von anderen vergleichbaren Filmen abhebt. Und der Film beginnt übrigens in einem der modernsten Haushalte der 40er Jahre, also es wird eingeblendet, die Eröffnungssequenz spielt 1942 und das muss wirklich die reichste Familie der Welt damals gewesen sein, weil sie besitzen schon ein Telefon, das erst in den 70er Jahren hergestellt wurde. Toll! Und ein junger Bube, ich schätze ihn so auf ca. 8 bis 10 Jahre, hat ein Puzzle, wo er sich eine nackte Frau zusammenbastelt. Perfekte Unterhaltung für das Alter. Die Mutter kommt drauf, ist selbstverständlich damit nicht einverstanden und bekommt als Belohnung dafür von ihm eine Axt ins Gesicht. Ja, danach wird eingeblendet 40 Jahre später und wir erfahren nie, was eigentlich nach diesem Mord mit dem Kind passiert ist. Wurde er eingesperrt? Ist er geflüchtet? Konnte er 40 Jahre einfach ungesehen irgendwo überleben? Was ist danach passiert? Vor allem, Spoiler für 10 Sekunden, weil dieser Bursche danach Leiter einer Universität, einer Schule wurde. Ja? Irgendwas hat's da auf jeden Fall, irgendwas haut da nicht ganz hin, aber ja, auf jeden Fall eine ziemlich komische Eröffnungssequenz und dann geht der Film relativ standardmäßig weiter wie ein ganz normaler Slasher. Ein maskierter Killer zerlegt Leute mit einer Kettensäge und die Kills und Effekte werden in dem Film wirklich sehr, sehr drastisch gezeigt. Allerdings, auf das möchte ich nicht wirklich weiter eingehen, es sind zwei Szenen in dem Film ganz speziell, die ich erwähnen muss. Und noch ein kleines Detail, das können wir gleich vorwegnehmen, genauso wie das Telefon, das etwas zu früh eingesetzt wurde in dem Film, gibt es noch eine Szene, der Killer versucht aus den Leichenteilen sich quasi eine frankensteinische Schönheit zu basteln. Und es gibt eine Aufnahme, wo er versucht, ihr Schuhe anzuziehen. Und diese Schuhe sind in etwa 10 Nummern zu groß. Durchaus witzig. Aber kommen wir zu den zwei besten Szenen des Films. Die erste Szene spielt in einem Schwimmbad. Da wurde eine Frau mittels dieser Kettensäge ermordet. Und ihre einzelnen Teile liegen dort und werden gerade von der Polizei verpackt. Ein Polizist schaut einen Lehrer an, der neben ihm steht, und sagt zu ihm folgende Worte. Da ich nicht auf den Bericht des Gerichtsmediziners warten möchte, könnten Sie mir mal Ihre Meinung sagen. Aber es wird noch besser. Neben der Leiche liegt eine blutige Kettensäge. Und er fragt dann diesen Lehrer, ist es möglich, dass diese Leiche mit dieser Kettensäge zerstückelt wurde? Nein, natürlich nicht. Der Killer hat einfach die Leiche zerstückelt und dann eine blutige Kettensäge zur Ablenkung daneben hingelegt. Natürlich! Ich meine, kannst du eins und eins zusammenzählen? Zerstückelte Leiche, Kettensäge... Wow! 11. Aber das fand ich relativ witzig, aber es ist nichts, gar nichts im Vergleich zu dieser anderen Szene. Und dazu muss ich eines erklären. Der Film wurde produziert von Dick Randall und er hat auch einige Bruce-Sploitation-Filme produziert. In meinem Review zur Bruce Lee-Kollektion, das ist noch ausgekriegt, habe ich das schon kurz angesprochen. Nach dem Tod von Bruce Lee gab es sehr viele Nachahmer, die auf ähnliche Art Filme gemacht haben, die sogar sich ähnlich gekleidet haben wie er und ihm ähnlich geschaut haben.
mit denen man dann einfach aus dem Erfolg von Bruce Lee noch Kohle machen wollte. Produzent Dick Randall war da dabei, hat auch Bruceploitation-Filme produziert und wollte für die einfach etwas Werbung machen. Wie macht er das? Unsere Hauptdarstellerin des Films geht einfach in der Dunkelheit an der Schule vorbei. Plötzlich springt ein Bruce Lee-Imitator, übrigens tatsächlich einer von Dick Randalls Bruceploitation-Schauspieler, springt hervor, macht ein paar wah, wah, wah Moves und fällt dann einfach um. Ja, nachdem er ungefähr 5-mal zurückgespult hat, um festzustellen, habe ich das jetzt gerade wirklich gesehen und drauf kommt, ja, denkt man sich einmal, ist das wirklich eine gute Werbung für einen Martial Arts Film, wenn dieser Action-Schauspieler ins Bild hüpft, sich 3-mal bewegt und dann einen Herzanfall hat und umkippt? Ich meine, ja, wie wird das im Film erklärt? Ein anderer Schüler von dieser Schule kommt daher und meint, aha, das ist mein Kung-Fu-Lehrer, war ja Pflichtfach in Amerika in den 70ern scheinbar. Und dann machen sie noch ein paar fürchterlich unsensible Witzchen, selbstverständlich, der Kung-Fu-Lehrer spricht R's und L's falsch aus, dann lachen die alle drüber und er verschwindet einfach wieder. Szene wahnsinnig notwendig für diesen Slasher-Film. Was mir auch noch aufgefallen ist, der Hausmeister von dieser Schule schaut sehr ähnlich aus, finde ich, wie Bud Spencer. Und allein das ist irgendwie witzig und vor allem, er hat in dem Film immer seinen Blick drauf, er schaut die Leute immer so schief an, ein Auge fast zu, eine Augenbraue so nach oben, was irgendwie wahnsinnig seltsam wirkt. Und er wird natürlich aufgebaut als der offensichtliche Killer, weil er mit der Kettensäge dann auch herumläuft und so doof ist und wenn er neben einer Leiche eine blutige Kettensäge liegen sieht, die auch noch angreift. Und quasi sagt, hier Polizei, habt's meine Fingerabdrücke, viel Spaß damit. Ich meine, ja. Im Endeffekt, ich möchte zu Pieces nicht mehr spoilern, ich möchte auf keinen Fall das Ende verraten. Auch so viel sage ich, die letzten paar Sekunden des Films sind ein riesiger WTF-Moment. Vor allem, weil es aus dem Nichts herauskommt, nie erklärt wird und man absolut keine Ahnung hat, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Wer den Film kennt, weiß, was ich meine. Allerdings, Edward Perdomo spielt ja auch in dem Film mit und hat und eine ähnlich seltsame Schlussszene hatte ja auch sein Film Fröhliche Weihnacht, glaube ich, hieß er, der Slasher mit den Weihnachtsmännern. Oder Don't Open Till Christmas. Wo, möchte ich auch nicht spoilern, was da am Ende passiert, aber auch das ist so ziemlich schwer vorherzusehen. Abschließend ist Pieces eigentlich kein schlechter Film. Es ist von der Spannung her und von der Art, wie die Morde aufgeklärt werden, ein ziemlich standardmäßiger, wenig innovativer Slasher. Von der Masse hebt er sich in erster Linie durch seine Brutalität ab und genießt deswegen bei Splatter-Fans einen gewissen Kultstatus, der aber meiner Meinung nach wirklich nur durch die filmischen Qualitäten des Titels nicht zu rechtfertigen sind, sondern sich wirklich nur auf diese Elemente reduziert. Wer nicht mehr sehen will, kann sich Pieces ansehen und einen relativ gewöhnlichen Slasher sehen. Mehr sollte man sich aber nicht erwarten.